Hallo! Heute gibt es mal wieder eine Review von mir und zwar zu meiner Gesichtspflege von Alverde. Ich habe doch schon einige Produkte von Alverde in meiner Gesichtspflege verankert und ich dachte mir, das könnte den einen oder anderen bestimmt interessieren, wie ich die Produkte finde. Und ja, ich würde sagen, ich lege los mit einem Abschminkprodukt, was ich habe. Und zwar ist das der Alverde Augen-Make-up-Entferner. Ich finde ihn furchtbar. Also mit einem Wort kann man ihn beschreiben, furchtbar. Er nimmt das Augen-Make-up überhaupt nicht gut ab. Also da bleibt bei mir die Hälfte über. Mascara geht gar nicht runter, Lidschatten ein bisschen. Aber ja, und es brennt in den Augen. Also ich finde, ein Augen-Make-up-Entferner sollte auf keinen Fall in den Augen brennen. Und ich gehe wieder zurück zu dem von Rivali Loop auf jeden Fall. Verwende ich eventuell als Reinigungsmilch oder so fürs Gesicht. Aber das war leider ein absoluter Flop, bin ich sehr enttäuscht von. Macht einfach den Job nicht gut und brennt in den Augen. Dann habe ich euch schon mal in einem aufgebrochenen Video den Reinigungsschaum von Alverde gezeigt. Den finde ich sehr gut. Ich habe aber gerade einen anderen in Gebrauch, deswegen ist der jetzt nicht dabei, aber den würde ich mir auch nachkaufen. Also denkt euch ihn hinzu, ich finde ihn sehr gut. Ja, und dann geht es weiter mit Cremes, würde ich sagen. Ich habe zwei Stück. Einmal die Nachtcreme Wildrose für trockene Haut. Und die ist auch fast leer. Ich finde sie sehr gut. Also sie ist wirklich sehr reichhaltig und pflegt auch nachhaltig die Haut. Also morgens habe ich ein gutes Gefühl. Sie zieht auch relativ schnell ein. Sie duftet angenehm. Und ja, finde ich ganz gut. Ich werde aber noch mal ein bisschen weiter probieren, ob es noch was Besseres gibt. Ansonsten würde ich mir die auch noch mal nachkaufen. Dann habe ich noch die Alverde, das Aqua Feuchtigkeitsfluid für normale und Mischhaut. Das habe ich mir eigentlich gekauft, um mal so ein bisschen die trockenen Stellen zu bekämpfen in meinem Gesicht. Das hat es teilweise geschafft, aber nicht ganz. Also ich habe jetzt dieses neue Altera Serum Granatapfel, was ihr in meinem letzten Haul gesehen habt. Und das kommt, glaube ich, besser gegen die trockenen Stellen an als das hier. Das finde ich aber auch sehr, sehr gut. Also es spendet Feuchtigkeit und ist ein sehr angenehmes Gefühl. Nicht so fettig wie die hier. Also die ist natürlich deutlich reichhaltiger, ist ja auch für trockene Haut und die ist für normale und Mischhaut. Finde ich aber so im Sommer ganz gut. Also wenn mir die zu fettig gerade ist, dann nehme ich die. Die kann man auch tags und nachts verwenden, finde ich. Und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja. Dann habe ich noch die Alverde Intensivpflegemaske Avocado für sehr trockene Haut. Es ist dann nochmal eine Stufe reichhaltiger als die für trockene Haut. Aber ich finde diese Maske nicht so toll. Also ich finde, es gibt deutlich bessere Masken und die würde ich mir nicht nachkaufen. Ich habe auch, also ich benutze sie auch wirklich nicht so gerne, weil sie einfach nicht so viel macht, finde ich. Und ja. Es soll mit Arganöl sein, da ist wahrscheinlich dann nur so Mü-Arganöl drin, weil das ja auch sehr teuer ist. Und ja, würde ich jetzt nicht unbedingt nachkaufen, auch nicht unbedingt empfehlen, weil ich einfach finde, dass es bessere Masken gibt. Wie zum Beispiel die Alverde Clear Peeling Maske Heilerde. Die habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr oft in die Kamera gehalten und ich mag sie unglaublich gerne. Die ist halt bei unreiner Haut, also die benutze ich ab und zu, wenn ich halt so Pickelchen und so bekomme. Die beruhigt wirklich unglaublich gut, der Duft ist super angenehm und sie hat halt so einen leichten Peeling-Effekt, was ich schön finde. Und ja, die mache ich mir aufs Gesicht, nehme sie dann mit einem feuchten Wattepad ab und die Haut ist wirklich sehr gepflegt und weich danach. Also ich mag die unheimlich gerne, kann ich weiterempfehlen, würde ich mir auch nachkaufen. Und das letzte Produkt, was ich habe, ist die Alverde Augencreme Augentrost Calendula. Die habe ich ja jetzt ein paar Wochen getestet und ich muss sagen, ich finde sie ganz gut, aber jetzt nicht weltbewegend. Sie pflegt auf jeden Fall die Augenpartie, also es ist nicht so, dass es dann hier sofort wieder trocken ist, wenn man die aufgetragen hat. Sie pflegt nachhaltig und gut, aber ja, eventuell gibt es noch was Besseres. Ich bin immer auf der Suche.
bei Augencreme. Aber ich finde sie für den Preis auf jeden Fall ganz gut. Und wenn ich nichts Besseres finden sollte, dann würde ich mir die auch nachkaufen. Und das war's zu meinen Alverde Gesichtspflegeprodukten. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir das sehr gerne und schreibt mir auch, wenn ihr ein Lieblingsprodukt von Alverde habt. Würde mich sehr freuen und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!